Liken, bewerten und Abo dalassen. Das sind jetzt eure Aufgaben. Servus und willkommen zurück in der Bundesfilmanstalt zu einem weiteren Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und zu einem Video, von dem ich ehrlich gesagt noch gar nicht weiß, ob ich das überhaupt hochladen kann. Denn ich wurde gewarnt vom Versender, ja, vom lieben Holstenritter und seiner lieben Frau Katrin. Von denen ist nämlich das Backel anlässlich des Jahrestags der Anstalt quasi, also zum einen Geburtstag halt. Und die haben mir da Backel geschickt und ich habe aber im Vorfeld schon gehört, so als Warnung quasi, also es kann sein, dass du das gar nicht also hochladen kannst. Und vor allem die Katrin distanziert sich wohl zu 95% vom Inhalt dieses Paketes. Also es wird wahrscheinlich absolut wahnsinnig. Ja, keine Ahnung, was mich jetzt da natürlich erwartet. Ich meine, wie schlimm kann es schon werden, oder? Ich meine, was haben wir da in der Anstalt uns schon alles angeschaut? Es kann ja eigentlich, so dramatisch kann es ja eigentlich gar nicht werden, oder? Auf jeden Fall gehen an dieser Stelle schon mal viele, viele liebe Grüße an euch zwei raus und vielen lieben Dank für das Backel. Da freue ich mich riesig und wir werden das jetzt einfach einmal zusammen da aufmachen und einmal schauen, was da Hervorragendes drin ist. Es ist ultra warm. Es ist ultra warm. Ich kann mein Fenster aufmachen und so weiter, ist komplett unmöglich, weil dann hat es da drin, das ist dann kompletter Wahnsinn. Es ist irre. Bei uns in Bayern brutzelt die Sonne runter, was ja an sich ein cooles ich mag es ja eigentlich schön warm. Gell? Aber jetzt, wenn es ein paar Grad kühler wird, ist es auch okay. Ja, aber auf der anderen Seite, mir so dann ja dann auch wieder, wenn es zu kalt ist. Also mir so dann immer, es ist ganz normal. Ich habe mein Messer da, mein Schöllermesser vom Gilbert. Ich meine, ich brauche nicht sagen, dass vom Gilbert auch wieder utopisches Backel angekommen ist. Ich muss mal schauen, wann wir uns das zusammen anschauen. Das wird auch wieder utopisch. Ja, also Gilbert ist natürlich auch wieder am Start, aber heute zunächst einmal das Backel vom Holstenrieder. Wir schauen mal rein. Ich mache mal auf. Ich mache jetzt einfach mal auf. Dass man da, wie gesagt, dass ich da ein bisschen dran. Ich hoffe, dass mein Handy überhaupt durchhält. Es wird bei der Hitze da Videos aufzunehmen mit dem Handy, ist absoluter Wahnsinn. Das wird dermaßen heiß. Ich muss schon immer das aus der Hülle raus tun, weil sonst brauche ich es gar nicht erst probieren, weil dann brutzelt es komplett ab. Ne? Aber ja. So. Also wir haben auf jeden Fall jetzt erst einmal ein bisschen so ein, ja, Zeug da drauf, Verpackungsscheiß und eine Karte. Da ist ein Eichhörnchen drauf. Ich habe schon gesehen, also auf Facebook immer die Katrin, die mag Eichhörnchen anscheinend. Orchkatzeln, ja, wie man bei uns sagt, Orchkatzeln, sehr gerne und das, ja. Genau. Das Alte ist eine harte Nuss. Es geht eigentlich nur. Ich fühle mich eigentlich nur ganz okay. So, was haben wir jetzt da? Kann ich das vorlesen? Ja, ich glaube ja. Moin Matze, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag, vor allem ganz viel Gesundheit im neuen Lebensjahr. Ich hoffe, dass ich die richtige Körbchengröße getroffen habe. Grins. Smiley. Liebe Grüße, Olli und Katrin. Okay, we will see. We will see. Dann haben wir hier hervorragende Schoko-Minzbonbons. Die finde ich auch super hier von, was heißt das, Edel. Die haben wir schon mal geschickt. Die sind super lecker. Nicht ganz so geil wie die Vieren aus Österreich, aber die sind ein bisschen gemäßigter, ja, von der Minzkräftigkeit her, aber auch sehr, sehr lecker. Die sind geeignet, wenn man es nicht ganz so krass mag. Die sind super und ja, die sind auch hervorragend. Trolli-Apfelringe. Trolli-Apfelringe. Trolli kenne ich natürlich, weil Trolli, die haben praktisch ja das Werk hier fast nebenan bei mir, ein paar Kilometer weiter, da ist Trolli, ja,
die Gummibärlfabrik, ja. Und die haben auch einen tollen Werksverkauf bei uns im Übrigen. Da kann man dann so riesige Beutel und Zeug kaufen. Ja, also quasi, das ist ja auch noch hervorragend aus der Region. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Super, ja. So. Jetzt wird. What the fuck? Utopisch. Ja, ich werde es halt zensieren müssen. Ja, zumindest hier auf, ich denke, ich werde dieses Video auch nochmal auf einer anderen Plattform hochladen. Link unten dann in der Videobeschreibung. Ich habe ja auch noch einen BitChute-Kanal, weil das werde ich mit Sicherheit hier auf YouTube nicht zeigen können. Du kannst es dir halt nicht ausdenken. Ich versuche es jetzt einmal. Ich habe jetzt da nicht, kann ich das irgendwie zukleben mit irgendwas. Ich muss einmal schnell schauen. Passt mal auf, jetzt machen wir es einfach einmal so. Das ist da so, dass man die ein bisschen züchtig. Ach du Scheiße, das ist ja. Moment. Ach, okay, das ist ja wieder. Da kriege ich ja wieder einen Strike oder. Also. Das ist echt übel. Also, okay, gut. Das da kann man dann. Das machen wir so. Okay. Brav, so, jetzt, wrongful death, Cattleya, wie auch immer die heißt, Edition, das ist, was steht hinten drauf, ein packender Suspense-Thriller mit übernatürlichen Elemente, ich weiß nicht, ob mit übernatürlichen Elemente hier das gemeint ist, was unter der, Wir wollen Brüste sehen, wir wollen Brüste sehen. Genau, das ist es doch. Dickster, jetzt abgedeckt ist, es tut mir leid, aber wie gesagt, ich werde das dann noch woanders präsentieren. Ja. Okay, kann sein. Ist das die, das ist von Retrogold, Hüftgold 69, wie ich das Label liebevoll nenne. Hier, da. Darum geht es da quasi in diesem Film. Ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn gar nicht. Also sie dort, diese Darstellerin da quasi, ich glaube, das ist irgendwie so Playmate oder ich habe keine Ahnung. Also, genau habe ich mich damit nicht befasst. Ich habe gesehen, dass die den Film haben. Und dann sehe ich, das Cover ist natürlich schon, schon nice. Ja, ist ein wattiertes Mediabook. Ich werde das folgendermaßen machen. Da mache ich dann ein ausführliches Unboxing-Video auf meinem anderen Kanal. Okay? Weil das wird halt, ich mache es jetzt gleich einmal auf. Das einmal so zum Neispicken. Ich muss es ja aufmachen. Ist ja klar. Scheiße, da habe ich ja jetzt die Aufkleber voll. Oh Gott, okay, warte mal. Ich mache es jetzt einfach mal auf. Ist ja wurscht jetzt. So. Jetzt machen wir mal, ist das mit Spotlack an oder was? Das ist ja auch noch mit Spotlack. Ich zeige es jetzt bloß einmal von vorne. Also, das ist da alles so heftig in da sie und der Schriftzug ist in Spotlack. Das ist ja krass. Uiuiuiui. Ach du meine Güte. Das ist ja, okay, das kann ich nicht zeigen, das kann ich auch nicht zeigen. Das kann das kann man halt dann, das ist halt dann, da ist jetzt eine schöne Doppelseite, so, ja, Alter, das ist wieder, ach Gott, naja, so, das sind ja ausschließlich quasi Bilder von der netten Dame da. Uiuiui, alter Vater. Also Text haben wir da nicht, eher so, nicht so viel, okay, gut, das ist, also ich schaue mal, dass ich das anderweitig präsentieren kann. Vielen lieben Dank, ganz hervorragend, ich weiß natürlich nicht, ob der Film was taugt, der wird wahrscheinlich der Foliodel sein, vermute ich mal, aber nicht umdrehen, oh Gott, ich habe hinten nichts abgeklebt, habe ich das jetzt, oh Gott, ich habe das ja,
Ja, da kommst du ins Schwitzen. Wrongful Death. Vielen lieben Dank. Und was ist das? Ich wette, das ist. Ich glaube, da ist ein Poster dabei. Ich glaube, da ist ein. Weil das da ist da mit dabei. Das hat er so in so Somat-Dinger da reingemädelt. Das kannst du auch nicht ausdenken. Ja. Utopisch. Okay. Ich vermute, es ist, ist Poster, was da, glaube ich, dabei ist bei der Edition. Ja. Da ist nämlich das Motiv von dem Frontcover. Von dem Frontcover. Auch da ist ja auch nur ein Autogramm mit dabei. Ist natürlich, was halt blöd ist. Das finde ich jetzt ein bisschen kacke. Da kann jetzt natürlich, da holst du mir überhaupt nichts dafür. Aber was die natürlich jetzt da wieder gemacht haben, ich muss mir schnell wieder Klebezettel holen, weil das ist, geht ja sonst nicht. So, da haben wir da einen so Zettel. Da und da Zettel. Ordentlich. So, da ist das Poster. Ich meine, das ist natürlich, das ist gefaltet, da ist sogar ein heftiges Autogramm mit Hirzel. Kannst du nicht ausdenken. Also vom Papier her ein bisschen dünn. Da hätten sie schon ein bisschen hochwertigeres Papier nehmen können, gell? Aber jetzt rein vom Motiv her ist es natürlich schon ansprechend, gell? Ist klar. Sehr schön. Das ist natürlich was für die Anstalt, ist klar. Ja, aber das geht ja eigentlich. So schlimm war es jetzt eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ja, packe ich das bloß nochmal da wieder rein. Also das ist ja, ach so, so kann man es zeigen zum Beispiel, so, so, ja, so, und das Zeug da und das alles. Dafür war ja die, oh Gott, jetzt habe ich die Schokodinger runtergeschmissen. Dafür war ja die Karte, ich denke mal, die Karte hat auf jeden Fall die, mit dem Orchkatzel hat auf jeden Fall die Katrin ausgesucht, weil das ist halt sehr geschmackvoll, gell? Und das Geschmacklose, das Pfui-Zeug ist natürlich vom Holstenritter, weil es ist ja klar, ne? Vermute mal, kann natürlich sein, dass es umgekehrt ist, ich weiß es nicht, vielleicht ist ja die Katrin da auch so ein schlimmer Finger, keine Ahnung. Vielen lieben herzlichen Dank für das Backel und für das. Ich habe jetzt wirklich mit allem Möglichen gerechnet. Mit allem Möglichen Schmarrn habe ich gerechnet. Damit nicht. Da muss er ja wirklich schon sich gedacht haben, wie das reicht. Das ist ja schon eine Zeit lang auf dem Markt und ich glaube, das ist inzwischen arschteuer. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Original gekostet hat. Irgendwie, aber das ist. Ja. Aber ja, ist schon sehr schön. Passt irgendwie. Vielleicht können wir das Poster irgendwo hinten hin machen, da zu dem Poster da. Oder muss ich es halt auch wieder abkleben, gell? Es ist furchtbar. Naja. Aber Porno hat auf keinem YouTube-Filmkanal irgendetwas zu suchen, wenn ihr mich fragt. Was soll man tun? Vielen herzlichen Dank. Super gut. Super gut. Und dann sind wir durch mit dem Video, mit dem ersten Backel hier, was weiß ich, Anstalts Geburtstags-Packeln, Updates, wie auch immer. Ja, mal schauen, was noch so alles kommt die nächsten Tage, weil ich muss das jetzt natürlich häppchenweise abarbeiten mit den Videos, weil das schaffe ich alles auf einmal gar nicht. Aber ich hoffe, wir kriegen es hin. Ich denke, wir kriegen es hin. Das wird alles super, das wird alles entspannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen ganz wunderbaren, tollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Liebe Katrin, lieber Olli, lasst ihr zwei euch ganz besonders gut gehen. Ja. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao und Servus.